ganz, ganz viele in Kleid unterwegs sind, weil jeder gedacht hat, es wird eben warm, aber ist es irgendwie nicht, es hat gerade mal 18 Grad oder so. Ja, wir holen uns jetzt was zum Essen, weil ich extrem Hunger habe. Da ist meine Nichte. Hi! Ja, wir sind jetzt fertig, wir haben schon gegessen und wir gehen jetzt zum Boot. Wir suchen uns gerade und dann fahren wir los. Meine Nichte denkt, das sind Schildkröten drinnen, aber es sind Enten. Mom! Mom! Meine Nichte denkt wirklich, das sind Schildkröten. Jetzt hat sie realisiert, das sind Enten. Ich glaube, wir sind angekommen. Unser Boot ist hier. Und wir gehen jetzt rein. Jetzt ist es ein bisschen wärmer geworden. Ich freue mich, also es geht langsam. Vor allem war es wirklich echt kühl. Und morgen geht es auch schon ab nach Hause. Und wir werden uns ein bisschen Wien morgen anschauen. Und dann fahre ich nach Hause. Ich freue mich auf Junior. Ja, meine Cousine und meine Nichte werden halt in Wien bleiben. Ich werde dann nach Hause fahren müssen, eben wegen Junior, weil keiner dann schauen wird. Und es raucht auch. Unser Boot gefunden, das fährt dann weg mit uns. Wir sind schon drinnen im Boot. Wir sind jetzt im Boot drinnen und warten aufs Essen. Es ist wirklich schön. Hier könnt ihr die Aussicht sehen. Say something to you. No, not now. She's mad. Do you want to sit right here? Yeah. Wir sind jetzt hier oben. Ihr könnt ihr sehen, das Boot bewegt sich schon und fährt auch schon. Meine Nichte möchte natürlich auch dabei sein. Es ist ein bisschen kühl, aber wir überleben das. Runtergegangen vom Boot und es ist Gott sei Dank alles gut gegangen und ich bin eigentlich schon ziemlich erschöpft, ich möchte eigentlich nur mehr nach Hause und meine Nichte und meine Cousine auch, nur wir wollen noch die Kirche sehen und dann wollen wir nach Hause zum Apartment und nur mehr chillen und Essen besorgen für morgen, für die Fahrt nach Wien. Ja, wir sind glaube ich eh schon angekommen. Gestern war es hier nämlich geschlossen, wo wir hier waren. Ich glaube, es ist jetzt offen. Ja. It's open, right? Wir gehen jetzt nach Hause, weil wir sind total fertig und ja, auch die anderen Enten sind wir zu Hause. Ich bin so müde, also der Kerl da hinten, der da jongliert, steht seit in der Früh da, nur dass ihr es wisst, bis jetzt. Und es ist schon 5 und wir sind um 9 losgefahren, na um 8 sogar. Also wir gehen heute nach Hause, warten gerade auf unser Uber und ja, heute gibt es schönes Wetter, aber für uns geht es jetzt ab nach Wien und
meine Cousine bleibt drüben und meine Nichte. Und ich war dann alleine nach Hause. Ich werde wahrscheinlich einen Zwischenstopp legen in Wien mit denen zusammen. Aber dann gehe ich nach Hause. Ich freue mich schon auf Junior und auf Alex. Ich gehe denen eh schon auf den Sack, glaube ich. Ich habe nicht viel geschlafen. Ich war um 3 Uhr in der Früh schon wach. Deswegen einfach nicht wundern, wieso ich so ausschaue.